Ja, Lords und Ladies, seid grüßt zum neuen Video hier eine Runde Lords Mobile auf meinem Account und wir haben es kurz vor 16 Uhr. Ich stehe im Kolosseum auf Platz 18 und muss jetzt noch 3 Minuten durchhalten und dann kriege ich 225 Gems. Das freut mich natürlich total. Aber so wie ihr es im Titel schon gelesen habt, habe ich wieder hier Monster gejagt, den halben Tag lang immer nebenbei. Ihr seht hier 1,99 von diesen Dingern. Die lösche ich jetzt alle. Es gibt jede Menge Rohstoffe. Ich finde es gut, man kann den Rohstoffspeicher mal wieder richtig auffüllen. Die nächsten Forschungen werden ja auch ordentlich teuer. Und ich habe hier jede Menge... Wo ist er? Na hier, jede Menge Sprösslinge gesammelt. Ja, die wollen wir alle öffnen und schauen, was drin ist. Und es ist immer noch sozusagen wichtig, meine Forschung hier zu boosten und das Forschungstempo. Lymphum Krochenknode hatten wir letzte Mal. Kavallerie Kettenhemd hatte ich auch, Greifenschuhe geht, machen wir jetzt noch nicht. Die elektrische Lanze, die habe ich und dazu brauche ich Blitzfiolen. Ich habe nur 6 Stück in Grau und dazu müssen wir die Nozeros-Truhen öffnen. Ja, und schaut es euch an, also diese Items hätte ich. Ich könnte es dann also sozusagen, ja, Forschungstempo auf... Ja, wieder ein bisschen das Forschungstempo, das Ressourcensammeltempo steigern, Reisetempo, Armeekapazität, auch gut zum, ja, zum Ressourcensammeln. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Und wir fangen aber an mit den Sprösslingen. Letztes Mal haben wir in 10er Schritten geöffnet. Das war mir eigentlich zu wenig mit der Rechnerei, ja. Hat mir auch ein bisschen zu lange gedauert. Deshalb nehmen wir jetzt 2x50 Stück und schauen, was rauskommt. Wenn ich die jetzt offen habe, habe ich insgesamt 300 Sprösslinge geöffnet. Und ja, bis jetzt, bei den knapp 200, die ich jetzt aufgemacht habe, ja, habe ich, glaube ich, eine knappe Woche, 6 Tage Speed-Ups insgesamt bekommen. Hat sich also gelohnt. So, nutzen. So, und da haben wir es. Nur 3x Flügelstiefel. Okay. Dann haben wir hier 15 Stunden Speed-Ups. Okay, sollte ich vielleicht doch kleinere Schritte nehmen? Das ist natürlich jetzt so. 15 durch 4, das sind also nur 3,75. 3,75. So, 17 Stunden und 15 Stunden. 32 Stunden mal einen Tag. Ey, ich sag's euch, Leute, ich glaube, da kommt, es kommt. Also entweder habe ich jetzt einen krass schlechten Drop erwischt, ja, oder die 10er Schritte sind echt besser. Puh, das finde ich jetzt krass. Also letztens waren da auch immer ein paar 8 Stunden Dinger mit bei und sowas alles, ja. So, bumm, 2x8 Stunden, ey. Zieht's euch rein, ja. Wahnsinn, ja. Also hier nochmal 16 Stunden. Nochmal 3 Stunden, nochmal 1 Stunde und nochmal 1 Stunde. Und jetzt bin ich schon bei 53 Stunden. Gut, es scheint echt so zu sein, wir werden das jetzt echt austesten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Meines Erachtens ist es alles random, aber wir werden sehen. Okay, nochmal 8 Stunden Speed-Up. Okay, plus 8 Stunden, plus 6 Stunden, plus 2,5 Stunden. Plus 0,5 Stunden, so sind wir bei 70 Stunden Speed-Ups schon wieder. So, also machen wir es doch in 10er Schritten. Ich glaube, es scheint echt besser zu sein, ja? Ja, oder auch nicht. Plus 3 Stunden, plus 2 Stunden, plus 0,75 Stunden. So, wir sind bei 76 Stunden Speed-Ups. So, 76 Stunden, zack. So, jetzt haben wir hier nochmal 6, plus 6, dann haben wir hier plus 3 und dann haben wir plus 0,5. So, und die letzten 11, noch nicht ein einziges Mal jetzt hier
nicht ein einziges Mal Edelsteine bekommen. Krass, okay. Also der war jetzt auch schlecht, der Drop. Plus 6, plus 1, plus 1,5. So, wir sind bei 91 Stunden Speed-Up und das sind 3,8 Tage. Also fast 4 Tage. So ähnlich war der Schnitt bei den anderen Sachen auch. Also in Summe jetzt, ja. Gut, scheint der Drop also nicht schlechter zu sein. Ja, cool. Wieder 3,8 Tage mehr für ein bisschen rumfarmen. Und es ging ja jetzt hier tatsächlich wieder los. Habe ich jetzt... Jawohl, ich habe mich halten können. Es geht ja jetzt hier wieder los, dass die ganzen Dinger hier wieder stehen. Ja. So, wenn man das hier nebenbei so laufen lässt immer, dann ist es okay. Aber jetzt fürs Video nicht. So, oh, da kam wieder ein legendärer Sprössling. Naja, guck, Forschungsspeed ab 30 Minuten. So, jetzt wollen wir aber die Nozeros Terrortruhen greifen. Säbel, Pechschwinge, Nozeros, wo seid ihr? Nozeresser, stapeln. Gut, machen wir, wir machen es in 50er Schritten. Oder wenn wir es in 30er, wir machen es in 30er Schritten. Komm, okay, nutzen. Boom, okay, ein seltenes elektrisches Horn, 3 graue Blitzfiolen, ja, das ist erstmal gut, 3 graue Blitzfiolen, so, machen wir einfach weiter, ich glaube die 30er Einheiten sind ganz gut, so, noch eine Blitzfiole, eine graue, macht also 4 und ein episches Horn, okay. Nozeros-Truhe. Hier sind wir. So, und nochmal 30 Stück. Bis jetzt waren immer Blitzfiolen eine grüne Blitzfiole und noch eine graue Blitzfiole. Macht also 5, 6 Blitzfiolen insgesamt. Ja, das geschlagen, das Horn braucht man auch. Die sind auch gar nicht so unwichtig. Ich würde mal was Legendäres gerne aus diesen Kisten kriegen, ja. So, 2 Blitzfiolen. Okay, haben wir also insgesamt schon 8 Blitzfiolen. Grünes geschlagenes Horn einmal. Okay. Vielleicht reicht es ja. Das wäre gut, wenn wir da auf jeden Fall eine Stufe höher kämen. Aber vielleicht kriegen wir auch mal gar keine Blitzfiole. Vielleicht kriegt man auch mal gar keine Blitzfiole, ja. Mann, ey, die Dinger sind echt selten. Und ich weiß jetzt, warum die Leute Tausende von Euros ausgeben, um das hier zu machen. Boom, eine grüne Blitzfiole und 5 graue Blitzfiolen. Damit haben wir jetzt also 2 grüne und 10 graue Blitzfiolen. Der Drop war jetzt richtig gut, muss ich sagen. Okay. Weiter. Rum, bum, bum. 2 graue Blitzfiolen. Nee, noch nicht ein legendäres Teil, Leute. Und ja, es könnte gewöhnlich bis legendär. Kann hier droppen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Boah! Legendäre Blitzfiole incoming. Blöder Titel, ich weiß. Ey, geil. Das ist so geil. Eine legendäre Blitzfiole. Krass. Cool. Und eine graue Blitzfiole. Wahnsinn, ey. Ja, das Ding ist echt richtig selten. Darüber freue ich mich jetzt total. Wahnsinn. Legendäre Blitzfiole. Astrein. Cool. Das ist richtig cool. Freue ich mich. Richtig. Also das hat sich gelohnt. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall weiter mit. Ja. Und dann nutzen wir den letzten Rest und hier haben wir nochmal ein episches Horn und eine graue Blitzfiole und das war's. So, wir haben also die Blitzfiolen-Dinger geöffnet und jetzt gehen wir mal in meinen Schrank. So, die elektrische Lanze, da ist sie. Wir verbessern sie auf jeden Fall. So, wir brauchen tatsächlich, also hier brauchen wir erstmal... Wir verschmelzen die hier. So, jetzt verschmelzen wir die hier. Haben wir eine blaue Blitzfiole. Zeit zum Verbessern, 15 Stunden. Leute, das ist schon echt lange. Kann ich gar nicht anders sagen. Aber wir tun es. Zack. So, 15 Stunden ist echt viel.
Aber, und jetzt schlagt mich bitte nicht. Ich nehme jetzt einfach Speed-Ups. Wie viel brauche ich? 60 Stück. Ja, hier nehmen wir 35. Alles fürs Video 39 und die 2 nehmen wir ja auch. Klonk! Da ist die Blitzfiole. Boah, da freue ich mich richtig. Blaue Blitzfiole. Forschungstempo 4%. Das ist richtig, richtig gut. Und jetzt machen wir weiter. Verbessern. So, wir kriegen auf jeden Fall so die Rhino. Na klar, das Rhino-Hirn haben wir hier. Die Rhino-Haut haben wir hier einmal. Und jetzt von den 18 Dingern alle verschmelzen. Einen verschmelzen. Oder wir teilen sie. So, und dann, ach, hiervon brauche ich 4 Stück, alter Feind. Okay, mal gucken, ob ich so auch packe. Verschmelzen, verschmelzen, ja, ja, 4 Stück, verschmelzen. Okay, das war's wohl, erstmal eine lange Zeit. Ja, ein Tag verbessern, macht also ein Forschungstempo von 6%, Ressourcensammeltempo, Armeekapazität, Reisetempo, das ist gut. Jawohl, also den Tag, den gönne ich mir auf jeden Fall. Ich kriege die Blitzfiole hier auf Lila hin, ihr seht es, das freut mich. 2 Stufen geschafft durch die legendäre Blitzfiole, die wir bekommen hat. Quatsch, ich meine die elektrische Lanze. Jawohl, und das ist also richtig gut. Und damit bin ich raus, Leute, und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.